Das erste Beispiel, wie man eigentlich sehr schön das Perfekt üben kann, ist das Prinzip Holgern. Also in Kleingruppen überlege ich mir zu einem bestimmten Thema einfach mal Sachen, die sehr typisch sind. Also das könnte was zum Tagesablauf sein oder am Wochenende oder Kindheitserinnerungen. Und dann schreibe ich mir dazu 10 Sätze auf, aber ich formuliere die nicht aus, sondern jeder einzelne Satz ist stattdessen erst einmal mit dem Wort Holgern verbunden. Ich denke mir natürlich schon etwas Konkretes aus vorher, aber ich schreibe eigentlich das Partizip nicht auf. Und dann werden diese Gruppen gemischt. Das heißt, das, was wir uns in der Kleingruppe ausgedacht haben, bekommt jetzt eine andere Gruppe, die genau diese 10 Sätze. Und dann können die jetzt versuchen, sich auszudenken, was haben wir uns da überlegt? Oder vielleicht haben sie noch viel kreativere Ideen, um daraus einen schönen Satz bzw. 10 schöne Sätze zu machen. Die zweite Übung finde ich auch total super, um das perfekt zu üben, vor allen Dingen, weil man sie auch öfter benutzen kann und weil sie sehr ganzheitlich funktioniert. Ich habe ganz viele Möglichkeiten damit. Das ist das Partizipgedicht. Ja, Gedichte sind ja erstmal ein bisschen kompliziert, denken wir uns. Aber eigentlich funktioniert das hier auch ganz wunderbar. Ich kann mir auch wieder ein Themenfeld ausdenken, also etwas zum Thema am Wochenende oder der Umzug oder im Frühling, eben irgendetwas, was wir schon im Unterricht hatten. Und dann schreibe ich in der Kleingruppe oder vielleicht auch als Hausaufgabe alleine dazu ein Gedicht. Wenn ich das geschrieben habe, kann ich das natürlich auch sehr schön vortragen, richtig theatralisch wie ein Schauspieler. Und was ich dann zusätzlich noch machen kann, ist, ich kann das in einer Kleingruppe zum Beispiel vortragen und die anderen kommentieren dann immer im ganzen Satz. Also zum Beispiel, wenn ich sage, geschlafen, ah, du hast geschlafen, mich angezogen, ah, du hast dich angezogen und so weiter, sodass wieder aus diesen Partizip 2 Formen wieder ganze Sätze werden. Punkt 3, auch sehr nett, ist das Gespräch, ja genau, und dann. Das kann ich im Plenum machen, das kann ich aber auch in der Gruppe machen. Also das heißt, ich suche mir auch hier wieder irgendein Thema und dann fange ich einfach an zu sprechen. Also zum Beispiel in der Stadt. Person 1 sagt, wir sind zur Bushaltestelle gegangen. Person 2 sagt dann, ja genau, und dann haben wir eine Fahrkarte gekauft. Und Person 3 sagt dann, ja genau, und dann haben wir gewartet. Person 4 sagt, ja genau, und dann kam der Bus und so weiter und so weiter. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, weil es sehr viel Kreativität offen lässt. Der vierte Punkt, der vierte Schritt ist Malen und Raten. Das heißt, ich male zum Beispiel auf die Whiteboard oder auf die Tafel eine Situation auf und die anderen dürfen die ganze Zeit raten, um was es sich handelt. Also zum Beispiel, ja, ich gehe und dann sehen wir zwei Personen. Ja, wir sind gegangen, wir sind aus dem Haus gegangen, wir sind weggegangen. Irgendetwas, wenn die richtige Antwort kommt, hat die Person dann den Punkt. Als letzte Form, auch sehr, sehr schön geeignet, nicht nur um das Perfekt zu demonstrieren, sondern generell für die Satzstellung, ist das Grammatiktheater. Also, dass ich sozusagen einigen Personen aus der Klasse Zettel in die Hand drücke und sie müssen versuchen, sich hinzustellen und die anderen dirigieren sie. Also das heißt, wer steht wo, wer gehört zusammen, wer muss sich einhaken, also zum Beispiel, wenn ich eine Person hat das Wort der, die andere Person hat das Wort Mann, also der Mann, die könnten sich einhaken zusammen. Also vorausgesetzt, es gibt kein interkulturelles Problem in der Klasse. Und dann zeigen sie sozusagen Schritt für Schritt die Satzstellung. Wenn ich jetzt halt gerade das im Perfekt üben will, dann hat natürlich der König eine besondere Bedeutung, sprich die Person, die das Partizip hat. Das Grammatiktheater ist generell eine sehr schöne Variante, um die Satzstellung zu zeigen.